Ubisoft. Ubisoft präsentiert eine Produktion von Ubisoft Montreal, inspiriert von historischen Ereignissen und Charakteren. Assassin's Creed. Ja, und damit hallo Leute. Freut mich, dass ich euch zu meinem ersten Projekt hier begrüßen darf. Zu einem Spiel, das höchstwahrscheinlich schon viele, viele kennen, da es auch schon sehr alt ist. Und dementsprechend vielleicht Leute sich auch wundern, warum darüber noch ein Let's Play gehalten wird. Es ist mein erstes Projekt und ich hatte ziemlich viel Lust, noch einmal mit euch vielleicht die ganze Reihe zu spielen. Dementsprechend wundert euch nicht, warum wir das einfach machen. Schadet ja nicht. Vielleicht gibt es den einen oder anderen auch wieder ein melancholisches Gefühl, wieder hier reinzukommen. Ihr seht schon, ich habe meinen Namen schon einmal drin gehabt, habe aber noch gar nicht richtig gespielt, sondern einmal eine ganz kurze Testaufnahme gemacht, um zu gucken, ob auch alles funktioniert mit Ton, Aufnahme und mich ein bisschen an die Steuerung zu gewöhnen, weil ich das Spiel schon mal auf der Konsole gespielt habe, aber nicht auf dem PC und die Steuerung ein bisschen verquetscht für mich war. Aber ich gehe einfach mal rein und wir können einfach direkt neu starten und gucken einfach mal, wie das wird. So. Ich hoffe, es ruckelt auch nicht wie letztes Mal. Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Hier sind Frauen, ne? Egal. Nein, ich wollte runter. Es gibt ein Problem. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den schlagen. Genau den. Ich sage, wie Sie reden. Konzentrieren Sie sich auf meinen Stil. Erkennen Sie das nicht, was ich Gott. Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Ich bin empfindlich. Verdammt, es klappt. Es ist so. Ey, Entschuldigung, der hat angefangen. Der da. Nein, nicht der da. Nein. Okay, ich gehe. Ich gehe schon. Es geht schief. Das reicht, Miss Dirne. Wir müssen ihn heraus. Hallo. Sofort. Ja, holt mich raus, bitte. Jetzt. Okay, wir werden jetzt versuchen. Entschuldigung, ich habe dich wenigstens nicht geschlagen, wie die anderen beiden Passanten vorhin. Lied? Alles okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, ich habe gerade ihr Leben gerettet.
mein Leben gerettet. Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne sie noch nicht einmal. Warum tun sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt. Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Schon gut, ist okay, mache ich. Ich möchte nicht sterben. Eine weise Entscheidung. Ja, ja. Oh, ein bisschen. Ja, oh. Dankeschön. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt Sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen? Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich Ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper Ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wieder zu erleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Das ist ein ganz schönes Stückchen, ne? Darum werden wir definitiv auch lange sitzen. Aber hoch. Ich hätte nicht gedacht, dass es gerade so schnell geht. Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. Hallo, Subjekt 17. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Dankeschön. Brauche ich aber nicht mehr. Okay. Der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. Falls Sie jemals asynchron werden, stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen Ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung Ihres Körpers an den Animus zu überprüfen.
Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Darf ich jetzt? Okay. Bei der Testaufnahme, da hat mir die Frau einfach überall reingesabbelt. Deswegen. Huch, nein, ich war noch nicht fertig. Mann. Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Okay. Und diesmal weiß ich auch, dass es die Umschalttaste ist. Um die Synchronisierung fortzusetzen. Wisst ihr, was ich meine? Sie redet mir einfach immer rein. Ich kann irgendwie nicht organisieren, wann sie anfängt zu reden. Ja, bei der letzten Aufnahme, also bei der Testaufnahme, hatte ich das in die Tab-Taste aktiviert und da ist nichts Schönes passiert. Nämlich sowas. Huch, das ist doller eskaliert. So. Ungefähr. Also wie gesagt, ich hatte selber ein paar Probleme, um mit der Steuerung am PC ein bisschen klarer zu kommen. Aber mittlerweile geht's hoffentlich. Ich habe auch gar nicht so lange gespielt. Ich habe das Tutorial zu Ende gemacht und die erste Einleitung. Gut gemacht. Also geht das. Sie hat mich gelobt. Der Animus unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspieler-Eingaben verändert. Okay. Vision, greifen, Exzellent. Springen und schlagen. Ich hätte gerne mehr Zeit gehabt zum Gucken. Na gut. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Etwas Gewalt? Ich bin dafür. Yes. Hallo? Drücken und halten Sie das da eins. Dann die Umschalter. Achso, verdammt. Okay, einmal ganz kurz drehen. Umschalttaste. Nein, Taste 1 umschalten. Achso, nein, ich hätte ihn zur Markierung schmeißen sollen. So sah das bei der Testaufnahme aus ungefähr. Nee, jetzt kann ich's. Guck mal. Ich nehme den und schmeiß den jetzt dahin. Gut. Dabei hat er mir gar nichts getan. Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Das schaffe ich. Guck mal, ich muss nur ein bisschen... der rennt ja schon los. Warte. Ich hab's beim letzten Mal hinbekommen. Nein. Geh weg, geh weg. Ich greif dich sonst und schmeiß dich woanders hin. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Mhm. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Danke für die ausführliche Erklärung. War ich nicht. Der lag schon so.